Schwanderpaket angekommen. Die Gruppe heißt Make-up Trashies. Und das ist mein drittes Video heute. Und dementsprechend habe ich auch ein bisschen rote Augen und müde. Aber egal, ich habe es ja gesagt, ich mach das heute, dann mache ich das auch. Aber guck nur, wie es verpackt ist. Es ist, boah, ganz, ja. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Hätte ich mal vorher aufmachen sollen. Nein, 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 nee, der Rest ist nichts für dich, Schatzi. Ich bin gerade mit dem Messer da. Oh mein Gott, ist da viel Kleber. Ist da eine Mitte, ja. Ja. Ich mache erstmal die andere Seite. Da ging einfach. Doch, das ist eine Mitte. Dann höre ich ja irgendwie so an. Welche Größe ist denn das überhaupt? Er denkt auch, da kommt was jetzt für ihn. Oh, das ist echt. Neue Maschine hier. Viel Kleber. Ja. Hat ein gutes Gewicht. Nein. Und so. Also wir sind, mit mir zusammen sind wir 7 Mädels. Ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf. Die machen das privat. No? An eine Person macht das vielleicht bei Instagram oder so rein und ich habe nachgefragt, ob ich das veröffentlichen darf und dass es okay ist. Na, von den meisten halt. Ne? Und das lese ich nicht vor, weil wie gesagt, das ist da eigentlich privat. Okay. Das habe ich noch nicht vergessen. Mal was drin.
Aber die sind ja eigentlich cool, ne? Das bräuchte ich eigentlich zu Weihnachten. Ich überlege es mir. Und Grün liebe ich ja auch. Für den perfekten Zopf. Kaffee habe ich schon. Tue ich mal zur Seite. Enjoy. Von Aaron. Incandescence Enjoy. Eau de Parfum. Nicht schlecht. Erinnert mich an was. Wird schon auch gesprüht, denke ich mir mal. Ich muss mir das überlegen. Das kommt auch auf die Vielleicht-Seite. Aber wie gesagt, das riecht wirklich super. Sehr angenehm. Also kein herber Duft, immer kein herben Duft. Dann haben wir hier ein Täschchen. Süß. Green Bay Bubbles. Urban Nature Gommage Corps. Was ist denn das? Ach, ein Body Scrub. Ich habe zu viele. Ich habe immer diese großen Pötte von Asam Butcher. Manakat. Da habe ich schon. Iconic London. Ich habe das gar nicht gezeigt. Aber ich glaube, ihr kennt das, ne? Wenn man hier diesen Parfüm, ich glaube, ich habe 2 Stück davon. Also weiß ich ja schon, dass ich das nicht reintun soll. Und Manakadar Step One ist auch da drin. Und einmal ein Scrub von Green Bar Bobbies. No. Das ist von Iconic, glänzt Rosé Gold Gold. So. Iconic London Sheer Blush. Ich überlege es mir. Ich muss nur wissen, wo ich wo was rausgenommen habe. Das war. Das war. Dann mache ich das dahinter. Nee, das geht dahin. Liquid Glow Anastasia, Beverly Hills. Peach Fizz. Weiß ich nicht, ob das schon geöffnet worden ist. Muss mal auf den Zettel mal schauen, das von ihr ist.
Nee, steht nicht drin. Es hat, ja, vielleicht. Es wird Anastasia, so ein Liquid Glow. Ich weiß nicht, ob der neue ist. Ich guck mal, wenn er versiegelt ist, weil. Oh, okay. Der wurde schon aufgemacht. Ob das weiß ich denn? Dann gucken wir mal bei dem anderen, ob das auch so war. Okay. Okay. Warum sind da Dinge auf? Den habe ich schon von der Glossy Box, glaube ich, war der. Das ist so Face Mask Brush. Na? Dann Express Lifting, Use Lift. Das ist von Asam, von der Asam-Reihe. Ne? Die habe ich schon. Okay. Face Body Mist. Tan Mist. Okay. Was ist denn da drin? Also so klein geschrieben. Geruch gefällt mir sehr gut. Ach so. Oh, das gehört da alles rein. Das kommt da rüber. Das kommt da rüber. Und das vielleicht. Nein, ich habe genug rote. Neu. Von Lacombe, die habe ich auch. Von Sephora, Vinyl. Die habe ich auch. Ne? Ich spiele mal wieder rein, bevor alles wieder durcheinander wird. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Und tue es hinter mir mal. My Little Books. Und den Gua Sha Stein habe ich auch. Handcham Raspberry Himmelduft. Ich habe so viel von Bilou noch. Okay. Okay. Ocean Mist Hairspray. Vitamin E Natural Sea Salt. Ich glaube, das habe ich. Steht da? Einmal benutzt. Okay. Das wieder gleich.
dazu. Und tue die mal wieder so rein. Das kommt auch da rein. Boah, Scharstein. Ah, da ist noch irgendwas. Aufkleber von Yoga Junkies. Das ist für Karin. Okay. Oh mein Gott. Den habe ich schon. Den habe ich auch schon. Und vom Push. Ich habe eine ähnliche Farbe. So. Also noch nicht Pink, Roseberries, Balmy Cleanser. Oh, ich stehe nicht auf Rose, leider. Ich mag keinen Rosenduft, ich mag auch keine zitrischen Düfte wie Lemongrass. Now Bay Mattifying Cream Hydrant. Habe ich auch. Ich habe es euch gar nicht gezeigt, ne? Das hier. Und hier einmal von Essie. So. Quick Dry. Speed Dry habe ich. Habe ich auch. Was ist das? Aha. Man muss ja sehen, welche Farbe. Nee, ist mir zu hell. Ich bin ja mehr der dunkle, nudige. Schade. Schade, schade, schade. Was ist? Die habe ich, glaube ich, auch von der Glossy Box. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Die habe ich auch. Nicht meine Farbe für ein Augenbrauen. Sind eher für Blonde gedacht wahrscheinlich. Auch Eyebrow Gel. 01 Brown. Das andere war 02. Die habe ich dreimal. Die benutze ich, meine Kinder auch. So. Lass mich, es kann sein, dass der kaputt ist, Leute, ne, oder? Es ist zu. Seht ihr das? Da ist auch ein Tesafilm und ich lasse es auch zu. Ich weiß nämlich nicht, was ich sonst damit machen soll jetzt. Von Catrice. Mono Lidschatten und vom Mark von Aon ein Blush, denke ich mir mal, ne? Blush geht auch weiter.
Also, Sandstone habe ich auch. Bananenpuder habe ich auch. Nicht richtig zu. Ne? Ach, die Marke kenne ich doch, Namen von Dings Pink Panda. Das ist ja doch Body Highlighter habe ich auch. Also nicht die, aber ich habe Body Highlighter genug. Da ist das Ding schon auf. Von Revolution, Make-up Revolution. Was ist das? Ich rieche immer, ich kann da nichts für. Entweder ist das ein Update-Stift, Konturstift oder eine Foundation. Ich weiß es nicht. Liquid Camouflage Under Eye Primer. Das kommt hier hin. Vielleicht. Das ist ein Girls Just Wanna Have Fun von Essence. Avant True Glimmer Brow Definer. Braun passt nicht. Die habe ich schon. In der Farbe macht man nicht zu Scherne, Leute. Ich glaube, ich habe die in der Farbe da, ja, von Catrice. Letzte Mal war das dann auch, glaube ich, in der Box drin. Habe ich auch. Sorry. Irgendwas ist da. Ausgelaufen. Also Puder. Und die ist kaputt. Ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Ich denke mal, dass ich die sauber mache. Ja, Tesafilm habe ich jetzt auch nicht wirklich da. So. Ich nehme das grüne Papier. Und pack das so rein, dass ich das dann eben halt nicht da drin verteilt. Das ist nämlich echt sehr schade. Das ist von Essence Mega Beauty Fun. Okay. So ein Highlighter. Das ist ein Ombre-Look halt, ne? Tue ich auch mal hier rein, weil das dazu gehört, oder? Yoga. So. Ach so, und so ein Pin von Yoga. Okay. Ja. Die Ohrringe nehme ich auf jeden Fall. Das kommt wieder zurück.
glaube ich. Ich muss mir das nochmal überlegen. Und die Ohrringe nehme ich. Ich hatte die schon mal irgendwo geholt. Das dann hier rein. Mit dem hier zusammen. Nichts kaputt geht. Das ist alles so. Weil ich glaube, der Puder war leicht offen. Und unser Bananenpuder von River Loves Me. So, von Norway Humidify habe ich. Und habe ich auch genug. Und da ist Rose drin. Ich bin pink. Ich wie gesagt, jeder. Der war auch da drin, ne? Das hab ich mal hier rein. So, dass ich die irgendwie so verteilen kann, dass die nicht kaputt gehen. Da ist noch Platz. So. So, natürlich die müssen irgendwie irgendwo einpacken können, oder? Habe ich jetzt irgendwas? Nee, das reicht nicht. Okay. Die Floron. Ja. War da nicht eine Hülle drin? Oder so? Sandstone. Irgendwie so hinkriegen, dass die nicht kaputt gehen. Ich werde mal noch mal gucken, ob ich Folie finde. Da muss ich noch mal dran rechnen. Ich weiß auch. Es wird ja schon benutzt, so wie ich das sehe. Ja. Ich warte noch mal einen Augenblick. Das kann ich jetzt schon mal zumachen.
kaufen. Karton gefällt mir. Ist schon mal ganz gut. So. Es riecht gut, aber Parfum ist so eine Sache. Wenn es auf der Haut ist, riecht das einem halt anders. Und ich glaube, das ist nicht meins. Seid mir echt nicht böse oder so. So. So, also, ich weiß jetzt nicht, ob der neu ist. Doch, doch, der ist neu. Der ist, da ist ein Kleber drauf. Und das ist ein Liquid Camouflage Anai Concealer. Spendender Primer als idealer Untergrund für Concealer. Das bleibt auf jeden Fall bei mir. Die ist von Catrice. Die Ohrringe bleiben bei mir. Tasche ist auch super süß. Das bleibt auf jeden Fall bei mir. Weil das riecht echt gut. Mir gefällt der Duft. Mir gefällt der Duft wirklich sehr gut. Was ist das eigentlich für eine Marke? Guck mal. Soothe Moisturizing Hydrant. Hauptsache es riecht gut. Ne? Glitter Glow. Face and Body Tan Mist. Ich würde das auch als Fixing Spray nehmen oder als unter, dafür darunter halt, dass man dann einen Glow kriegt. So ein bisschen noch. Also finde ich gut. Das finde ich gut. Jetzt muss ich mich echt entscheiden, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Jetzt noch ein klein wenig. Ich streife das nur vom Rand ab und meine Hände, die sind desinfiziert. Ich gucke das nochmal an, aber ich glaube, da geht, ja, der geht unter. Bei meinem Hautton geht der unter. Tut mir leid. Der geht bei mir leider unter. Wenn ich es noch auf meiner Haut habe, dann sieht man dann gar nichts, leider. Schade, hätte ich gerne gehabt. Das ist Peach. Das wurde auch schon ausprobiert. Das ist ein Highlighter. Ich muss immer riechen. Es geht nicht anders. Liquid Glow. Das ist ja auch so in dem Gesicht. Ich dachte, das wäre ein Highlighter, aber fühlt sich immer halt fürs Gesicht ganz gut an. Ja, gibt auf jeden Fall einen guten Glow, ne? Ich behalte den. Wie gesagt, die Ohrringe auf jeden Fall. Mega.
freue ich mich. Das wird ausprobiert. Die brauche ich, wenn ich die Adventskalender vorstelle. Und das finde ich schon schön. Da gibt es wirklich so wirklich ganz, ganz, ganz feine Partikelchen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sieht, aber das sieht man schon. Es muss ja nicht jetzt so kabum sein. Ne? Man kann es auch wirklich so ganz leicht mal als Highlighter nehmen, wenn man jetzt keine Lust hat auf Foundation oder sowas ähnliches. Und sich ein bisschen abrudert oder so. Doch. Gefällt mir. Ich habe 4 Sachen gefunden. Ja, dann tue ich auf jeden Fall 4 Sachen rein. Und den Rest packe ich dann noch ein. Ich muss nur gucken, ob ich irgendwas hier vergessen habe. So. Ihr Lieben, ein Dankeschön. No? Ich wusste nicht, ob ich eure Namen, ich hätte auch nur Vornamen genannt. Boah, ich bin kaputt, echt. Uff. Und ich hätte mal diese Klebis mal entfernen, weil die sind echt ganz schön dick geworden. Und ja, wie gesagt, ich tue 4 das, was ich rausgeholt, tue ich wieder rein. Und dann kommen noch ein paar Sachen von mir noch rein. Und ich schicke das wahrscheinlich am Montag, weil heute geht es nicht mehr, weil es ist spät. Und gestern hatte ich viel zu tun. Ich hab das nicht mehr gekabelt gekriegt. Wirklich nicht mehr. Ich musste einkaufen, ich musste das machen und so weiter. Ihr kennt das selber, wenn man Mutter ist und 2 Kinder und 2 Hunde und so. Aber das ist das Normalste und Schönste auf der Welt, ne? Und wenn man noch so ein Trashy bekommt, dann ist man einfach nur glücklich. Und ja, wie gesagt, ich würde mal sagen, schicke ich am Montag los. Die Sendungsnummer schicke ich dann an, ihr wisst schon, und sage euch dann Bescheid. Mache ich eine Sendungsnummer, mal Foto und dann geht es Montag los. Die meisten haben ja über Hermes. Hermes ist einfach halt das Beste, was es gibt, wegen Gewicht halt. Das ist so, nur um die Größe bei denen geht. Da kann ein, weiß nicht, ein Sitzsack drin sein. Und der wiegt irgendwie, weiß ich nicht was. Bezahlst du dafür aber genau eine Menge. Aber bei DHL ist das so, ja. Geht nach Gewicht auch, ne? Ein bisschen nach Größe, aber auch nach Gewicht. Ne? Und ein bisschen Gewicht hat es halt. Ne? So, ich hoffe, ich habe noch ein paar Dinger hier. So, ihr lieben Hübschen, danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht und mich eventuell abonniert. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Und ist auch nicht schlimm. Ist eine freiwillige Sache. Ist einfach halt so. Ne? Und wenn ihr mich abonniert, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst von mir. Wie zum Beispiel Trashwander-Pakete. Eine ist auch noch im Umlauf. Und allerlei Buntes. Und ja, Adventskalenderzeit ist gekommen, ne? Anfang August hat schon angefangen. Und übrigens, ich habe gestern den Adventskalender von Action geholt für Make-up und ich war echt erstaunt, muss ich sagen, was da drin war. Also sie sind klar, sind für manche sind es 2 Dingsbums-Produkte eben halt, Füllprodukte, manche 4, aber ich für mich sind es nur 2. Und die Leute, die sich das kaufen, ich glaube, die werden begeistert sein. Glaube ich ja. Es ist wirklich fast alles da außer Foundation und das ist auch gut so. Und Augenbrauengedöne auch nicht immer halt, ne? Weil das wäre dumm wegen Farbe und so, ne?
Außer wenn sie wieder Gel. Also Gel habe ich Schnauze voll, muss ich sagen. Also jede Box, fast jede Box hat Gel drin. Fast jede Box hat Haarmaske drin. Letzter Zeit. Ne? Leute, ich bin kaputt und mein Kopf brummt und momentan läuft irgendwie was schief, was auch immer das ist. Ja, das hat mit mir zu tun und ja, man erlebt eben halt ein bisschen wie nennt man das? Shitstorm? Wenn man einfach nur ehrlich ist, aber ist egal. Ist wurscht. Interessiert mich nicht mehr. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Und für mich hat sich das Thema erledigt. Na? Ich sag da mal, es klingelt. Ich wünsche euch noch einen schönen, schönen Samstag. Und alles Liebe euch. Ich drücke euch von ganzem Herzen und macht was Schönes, Leute. Ich muss ans Telefon. Ja, jetzt nicht mehr. Macht euch einen schönen Tag mit eurer Familie, Freunde. Es regnet, ich weiß, aber es gibt immer wieder Alternativen. Geht ins Kino, macht irgendwas. Und ja, seid einfach ein bisschen. Für das Wochenende arbeitet man immer wieder so darauf hin, wo man sagt, so endlich nutzt dieses Wochenende, ihr reißt euch bestimmt alle den Arsch auf, von montags bis freitags. Manche hat mitten in der Woche frei, muss aber samstags arbeiten und so. Manche müssen durcharbeiten, sowas gibt es auch. Und wenn ihr eine freie Minute habt, dann genießt es und nehmt euch diesen Me-Time. Und wenn das nur ein Glas Tee ist oder ein Kaffee und sich draußen auf dem Treppengelände setzt in der frischen Luft endlich mal wieder, dann macht das auch. Ja, ich wäre froh, wenn ich einen Balkon hätte. Ich würde mich nach draußen hinsetzen und hätte auch diesen Sonnenschirm aufgemacht, wenn es geregnet hätte. Geregnet interessiert mich nicht. Und deswegen, liebe Leute, wir leben zu kurz und ich verschwende keine Energie mehr für nichts. Das hat, also ich habe mir 3 Videos angeschaut, das hat ein Kollege mir geschickt, aber das ist auf Türkisch. Und das hat mir echt ein bisschen die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, so. Aber ich kann es nicht auf Deutsch übersetzen, weil dann hört sich das nämlich so doof an. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man zum, auf Deutsch heißt das ja zum Beispiel Bock, ein Bock. Steinbock oder was weiß ich. Bock heißt bei uns Scheiße. Und in Bosnien und so auch, glaube ich. Ne? Es ist ja identisch mit den Bosniern, mit den Albanern und so weiter und so fort. Und Kroatien auch. Domates. Tomate. Das heißt bei denen auch. Oder Affe. Auf Kroatisch heißt Maimun. Bei uns auch. Also wir sind irgendwie so, man hat alles so irgendwie so übernommen halt so, ne? Multikulti halt, ne? Und, aber die Holländer finde ich total klasse. Ich verstehe die nicht, aber das hört sich so cool an. Und die Franzosen, da kann man nicht raushören, ob die sich wirklich streiten, ne? Das hört sich so edel an. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn die Italiener loslegen, ach du meine Güte, so, ne? Oder wenn man aus Afrika kommt, die reden dann wirklich, das machen die nicht extra oder sonst was in der Art, laut zu sprechen. Und also, das ist bei denen so halt. Ne? Die haben es nicht anders gelernt. Und wir sind dann, ich mache keine Unterschiede zwischen Menschen, aber ich sage ja, wir sind es gewohnt, dass sie in diese Stimmlage reden, ne? Aber die sind es anders, also gewohnt, ne? Und für sie ist das schwierig, sich anzupassen. Genauso wenig wie wir auch, dass es eben halt so ist, wie es ist, ne?
Menschen sind Menschen für mich auf dieser Welt mit verschiedenen schönen Kulturen. Ja, okay, manche Kulturen mag ich nicht, wie zum Beispiel bei einer 10-Jährigen unten irgendwas abzuschneiden, finde ich. Nein, Thema beendet damit und so. Es gibt Rechte irgendwo und Kinder haben auch ihre Rechte. Man gebärt die Kinder nicht einfach, um sie zu irgendetwas zu zwingen oder was zu machen. Und ich meine, klar, die sollen ja der Familie auch klar helfen, ne? Um Gottes Willen. Aber das ist nicht deren Eigentum. Wir sind dafür verantwortlich, diese ich kann ja nicht sagen, wundervolle Welt, weil es das nicht ist. Das ist eine Lüge. Aber die Welt zeigen, dass es Seiten gibt, die schön sind, aber auch die anderen Seiten gibt. Und dass sie dann nachher alles unterscheiden können, was negativ oder positiv ist. Oder was zum Beispiel Krankheiten bedingt, nicht Grippe oder sonst was. Zum Beispiel, wenn ich höre, ey, Behinderter, ich meine, die Kinder übernehmen das halt, aber wissen eigentlich gar nicht, was das heißt. Ich habe meine Kinder aufgeklärt, aber ich habe auch eine Behinderung. Ich so, ich bin sehbehindert. Ich so, ich habe 6,25, ich stehe immer so morgens auf. Ich sehe nichts, nur verschwommen. Seht ihr, das ist mein. Ich will mich immer jedes Mal verabschieden und es ist schon für ein Ding 47. Ja, ihr müsst es nicht anschauen, um Gottes Willen. Wenn ihr keinen Bock habt, habt ihr keinen Bock. Aber ich, ja, ich fühlte sich gerade wie 20 an. Ne? Aber wie gesagt, wir sind nicht dafür geboren, das Eigentum zu sein. Und klar, bei einem gewissen Alter sollte man schon Entscheidungen für die Kinder treffen, aber nicht Entscheidungen schon bei der Geburt schon treffen. Ich verspreche dich jetzt mit dem Sohn, zum Beispiel ein Mädchen mit dem Moos. Ne? Und ja, ich setze mich mit solchen Sachen halt aus, ne? Und über Menschenrechte und so. Ja. Ja, ich bin einfach nur kaputt. Ich sag dann mal. Und danke nochmal, Mädels, ne? Sind schöne Sachen. Tschüss. Schönes Wochenende.